Läuft zum Fritz. Jetzt ist ausgeschaltet. Und jetzt kann ich hier 220 drauf. Würde auch mit dem Sonnenstrom laufen. Und macht man gleich Strom. Ja. Da ist aber nur so ein kleiner Motor drinnen. Ja. Ganz unten. Das ist der Trafo, weil da habe ich 24 Volt Gleichstrom. Jawohl, also genau. Mit Plus, Minus. Richtig. Ja, und nur diese Spirale glüht da oben. Ja. Und jetzt läuft gleich hinter. Und das. Gleich da hinter dieser Platte läuft eine kleine Doppelmembran. Aha, das ist alles. Genau. Und hier kommt die Luft herein und geht durch die Doppelspirale, also Wellenplatte, und hier stammt es heraus. Ist nur wie ein Blumentopf gebracht, also ist ein Kachelofen. Ja, ja. Das ist ein haushoher Unterschied zwischen dem. Und dem, das ist eine künstliche Sonne, ja. Und das ist ein Kachelofen. Also der macht mehr warm, sozusagen? Nein, also braucht ungefähr 70 Watt Fremdstrom und kommt ungefähr 70 Grad heraus. Also nachher kann man das fast nicht angreifen. Wenn es aufgeheizt ist. Und jetzt sind wir wieder in Arbeit. Und hier habe ich wieder eine Platte, aber die muss ich erst anstecken. Die schalte ich dann morgen ein. Glasplatte. Ja. Letztes Mal habe ich die schon gezeigt. Die habe ich noch nicht gesehen das letzte Mal. Ah, nein. Nein. Die ist aber auch schon lange da. Und zwar ist zwischen den Glasplatten, wie von der Glühlampe, dieser Wolframfaden, ist kein Faden, sondern in der Rille hereingespritzt, das Metall. Spiralförmig. Braucht auch nur 70 Watt und liefert 70 Grad Wärme. Auch Tag und Nacht kann das angesteckt sein. Natürlich, hier habe ich auch 12 Volt. Hier habe ich einen Ofen, da heize ich kochen. Ja. Bisschen. Und hier habe ich das offene Gerät, weil jeder will es ja sehen. Ah, genau. Und hier brauchst du nicht die Hand hier halten. Das läuft auch nur mit 12 Volt. Das ist warm. Jawohl. Und das ist aber dauernd. Ja. Und ich habe natürlich alles so grob, weil ich kann kein Geld mehr ausgeben. Siehst du, da habe ich nur als Widerstände, der Motordrehzahl. Da ist praktisch keine Heizspindel drin, oder wie? Schon. Ist schon eine Heizspindel das, drin, ne? Das hier, diese dicken Drähte hier, ist die Zusatzheizung. Ja, alles klar. Wie unten, das hast du schon gesehen, das größere Gerät. Da habe ich ja das gleiche. In 50 Durchmesser. Und also das läuft so, diese Speichen sind ein bisschen aufgebogen. So, wenn sie sich dreht, zwischen zwei Kupferplatten ist ja Abstand. Ja. Hier in der Mitte ungefähr 8 mm und am Rand nur mehr 1 mm. Ja, aber dann immer kleiner. Und wenn sich das hier so dreht, gar nicht so schnell, kommt da sofort Wärme raus. Also handwarm. Und diese Temperatur, das ist die Weltallbewegung. Und unser Tageslicht, Sonnenlicht, wird die ersten 300 Kilometer hier geboren. Ja. Das ist 270 Grad Kälte. Ich war noch nicht draußen, aber ich habe wieder Verbindung nach Rom. Das heißt, es ist aus Frankreich. Denn seine Eltern habe ich gekannt. Er ist, ich glaube, schon 30 Jahre in Rom. Aha. Und befasst sich mit diesen Satelliten. Jetzt weiß er alles auswendig, die Temperaturen. Aha. Und ich spreche immer ganz kurz, bis sein Urlaub nicht. Aber also diese 270 Grad bei uns
ist ja ab 12 Kilometer, wo man fliegt, ja, hat es 45 bis 55 Grad Kälte. Mhm. Und wie jetzt im Winter diese extremen Schichten waren, sind sie in Frankreich nicht mehr nachgekommen mit den Flügel enteisen. Mhm. Also du siehst, was geschieht. Und über 12 Kilometer ist eben, siehst du praktisch jede Gewitterwolke. Ja. Jetzt reichen diese Gewitter, diese schwarzen Wolken, oft bis 15 Kilometer hoch. Aha. Also ich bin oft, weil mein Sohn ist ja Pilot, bin ich früher mitgeflogen oder nach England und ich war immer Beobachter. Mhm. Also ganz gleich, wo ich hinkomme, denke ich ja ganz anders. Ja. Und das habe ich alles von Victor gelernt. Mhm. Dieses Drehbewegung. Und jetzt wird, also hier kommt die Wärme heraus, oder auch im Tal. Nur durch das Drehen, das ist ein Gartengriller. Mhm. Diese Kugelgriller. Jawohl. Und sonst, auch unten ist es so aufgebogen. Mhm. Aber es braucht nur eine Seite sein. Ich bin ja Versuchsmensch. Mhm. Und ich habe die obere Kappe, habe ich schon hinunter. Die muss ja alles langsam ab und darum ist überall voll. Ja. Was 40 Jahre Sammlung und dann so alles raus, habe ich Problem. Und das ist, ich kann morgen das hochheben, dann kannst du das auch laufend ja, fotografieren. Ja, das wäre mal nicht schlecht. Die genau. Membran ist zwar ein Blödsinn, weil wir es da eh haben, im ja. Großformat. Ich kann das ja, auch nur das anschließen und das ist es schon. Aha. Ja,